is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? In Gottes Werkstatt geformt. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass er nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind um einen hohen Preis erkauft worden. Die Leiden und den Tod des Sohnes Gottes. Wenn wir dies begreifen und voll erfassen könnten, dann würden wir eine große Verantwortung spüren, uns im bestmöglichen Gesundheitszustand zu halten, damit wir Gott einen vollkommenen Dienst leisten können. Zweifellos glauben wir, dass Christus bald kommt. Wir zweifeln nicht daran, auch haben wir seit Jahren nicht daran gezweifelt, dass die Lehren, an denen wir festhalten, gegenwärtige Wahrheit sind und dass wir dem Gericht immer näher kommen. Wir bereiten uns darauf vor, dem zu begegnen, der in Begleitung heiliger Engel in den Wolken des Himmels erscheinen wird, um den Treuen und Gerechten den letzten Schliff zu geben, die Unsterblichkeit. Wenn er kommt, dann nicht, um uns von unseren Sünden zu reinigen, unsere Charakterfehler zu beseitigen, die Schwachheiten unserer Temperamente und Veranlagungen zu heilen. Wenn das für uns überhaupt vollbracht werden soll, dann wird dieses ganze Werk vor jener Zeit geschehen. Wenn der Herr kommt, werden alle, die heilig sind, weiterhin heilig sein. Alle, die ihren Körper und ihren Geist in Heiligkeit, in Heiligung und Ehre bewahrt haben, werden dann den letzten Schliff der Unsterblichkeit erhalten. Solche aber, die ungerecht, ungeheiligt und unrein sind, werden immer so bleiben. Für sie wird nichts unternommen, um ihre Fehler zu entfernen und ihnen einen heiligen Charakter zu geben. Das alles muss in diesen Stunden der Gnadenzeit geschehen. Jetzt muss dieses Werk für uns vollbracht werden. Jetzt sind wir in Gottes Werkstatt. Viele von uns sind raue Steinblöcke aus dem Steinbruch. Doch wenn wir die Wahrheit Gottes erfassen, wird ihr Einfluss auf uns wirken. Sie erhebt uns und entfernt von uns alle Unvollkommenheit und Sünde, welche Art sie auch immer sein mag. Dadurch werden wir darauf vorbereitet, den König in seiner Schönheit zu sehen und uns schließlich mit den reinen Engeln des Himmels im Reiche der Herrlichkeit zu vereinen. Hier muss dieses Werk für uns vollbracht werden. Hier muss unser Körper und unser Geist für die Unsterblichkeit tauglich gemacht werden. The Lord is coming. Are you ready?